So, guten Morgen, willkommen zurück zur linearen Algebra. Ich erzähle Ihnen noch ein bisschen was über lineare Abbildungen. Zunächst noch mal, was war das? Wir hatten zwei Vektorräume, VW über einem Körper K und eine Funktion H vom einen Vektorraum in den anderen. Also eine Funktion, die Elemente aus V nimmt und daraus Elemente aus W macht. Und so eine Funktion heißt linear oder Homomorphismus, falls gilt, dass sie mit Bildung von Linearkombinationen verträglich ist. Das bedeutet, dass es keinen Unterschied macht, ob ich zuerst eine Linearkombination bilde und dann H anwende oder ob ich zuerst H anwende und dann mit den Ergebnissen die Linearkombination bilde. Das bedeutet also formal aufgeschrieben, es muss gelten für alle Alpha und Beta aus dem Grundkörper und für alle V1 und V2 aus V, aus dem Ursprungsraum, gilt H von Alpha V1 plus Beta V2, das heißt zuerst Linearkombination bilden und dann H drauf loslassen, gibt das gleiche Ergebnis wie zuerst H auf die Vs drauf loslassen. Und dann mit den Ergebnissen die Linearkombination mit Alpha und Beta bilden. Also das ist jetzt das, im ersten findet die Linearkombination in V statt, im zweiten findet sie in W statt. Und wenn da immer dasselbe rauskommt, dann ist das H linear. Und die Idee dahinter war, dass es eine Verallgemeinerung der Matrix-Vektor-Multiplikation ist. Wir hatten ja schon gesehen, der Begriff des Vektorraums ist eine Verallgemeinerung dessen, was wir für k hoch n gemacht haben im zweiten Teil der Vorlesung. Und der Begriff der linearen Abbildung, das entspricht jetzt in diesem allgemeinen Kontext der Matrix-Vektor-Multiplikation. Also für beliebige Vektorräume sehen wir jetzt natürlich nicht mehr allgemein, was eine Matrix ist, aber wir können immer noch so Funktionen definieren und wenn die diese Eigenschaft haben, dann fühlen die sich so an, wie wenn es sich um eine Matrix-Vektor-Multiplikation handelt, auch wenn die Elemente davon jetzt keine Vektoren im engeren Sinn sind, keine Elemente von K und N und das dann eben auch keine Matrix. Aber Sie merken sich bitte als erstes und wesentliches Beispiel für eine lineare Abbildung eben die Matrix-Vektor-Multiplikation. Das erste Beispiel ist, wenn V gleich K hoch M ist, W ist K hoch N und A ist irgendeine Matrix, festgewählte Matrix in N kreuz M, N Zeilen, M Spalten und dann die Abbildung H, die von V nach W geht und die sagt H von X ist gleich H X. Das ist eine lineare Abbildung. Und dann hatten wir das letzte Mal schon einige andere lineare Abbildungen gesehen, die nicht von dieser Form sind und aber trotzdem die Eigenschaft haben, die man haben muss, um linear zu sein. Ich werde Ihnen jetzt noch einige andere zeigen und es sind also sehr viele Beispiele im Skript, fast 30 an der Zahl, die werden wir jetzt nicht alle besprechen, aber ein paar davon sollten wir kurz anschauen. Sache, die Sie dann im weiteren Verlauf Ihres Studiums sehr oft sehen werden, ist, dass die Vektorräume, um die es geht, Funktionenräume sind. Das bedeutet zunächst einmal, was heißt das? Das heißt, dass die Elemente Funktionen sind. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir nehmen V und W gleich die Menge aller Funktionen, die sich beliebig oft differenzieren lassen. Also ich weiß nicht, ob Sie die in der Analysis schon mal gehabt haben, sagen wir es von R nach R, alle Funktionen. Alle Funktionen f und r nach r für jedes n aus n die n-te Ableitung. Ableitung. Oh, fn existiert. Und
Das sind also zwei Vektorräume, ja, weil wenn sie zwei Funktionen haben, die diese Eigenschaften haben, also e hoch x wäre zum Beispiel so eine da drin, oder x Quadrat ist auch da drin, aber jetzt nichts, was irgendwie Sprünge hat, Betrag zum Beispiel ist nicht da drin, weil den kann man nicht ableiten, und was Sprünge hat, ist auch nicht drin, weil das kann man auch nicht ableiten. Aber okay, es sind irgendwelche Funktionen da drin, zum Beispiel e hoch x ist drin und x Quadrat und x hoch 3 und Sinus und Cosinus und so, das sind alles solche Funktionen, die irgendwie sehr glatt sind im Funktionsgraph. Und das Ding ist ein Vektorraum, weil wenn Sie zwei solche Funktionen bilden, also zwei solche Funktionen nehmen und addieren die, dann ist das auch wieder eine solche Funktion. Wenn Sie eine Funktion nehmen und skalieren die, ist auch wieder eine solche Funktion. Es ist also abgeschlossen unter Bildung von Linearkombinationen. Und jetzt ist die Frage, was könnte ich machen? Ich mache jetzt eine Funktion v nach w erklären. Und das ist also jetzt eine, in gewisser Weise eine Metafunktion. Das ist eine Funktion, das h ist eine Funktion, aber die bildet Funktionen auf Funktionen ab. Das heißt, das Argument von h ist eine Funktion, h von, das schreibe ich vielleicht besser nicht h von x, sondern h von f. Weil das hier ist ein Element von V und die Vektoren hier, oder das, was die Rolle der Vektoren spielt in diesem Setting, das sind eben alle Funktionen. Okay? Und jetzt will ich sagen, das H ist jetzt eine Funktion, die nimmt eine Funktion und macht daraus eine neue Funktion. Und das kann ich jetzt festlegen, wie sie das machen soll. Und ich lege fest, F soll abgebildet werden auf seiner Ableitung. Eine Ableitung. Das ist dann eine Funktion, die liegt im Zielraum. Der Zielraum ist in dem Fall dasselbe wie der Ursprungsraum. Und ja, und jetzt, wenn man so Funktionen auf zwei Ebenen hat, dann ist es irgendwie ein bisschen bequemer und ein bisschen weniger verwirrend, wenn man das H jetzt dann nicht eine Funktion nennt, sondern man sagt, das H ist ein Operator. Also ein Operator ist auch nichts anderes als eine Funktion. Nur sagt man halt Operator, wenn der Definitionsbereich selbst, die Elemente des Definitionsbereichs oder des Zielbereichs oder beiden schon Funktionen sind. Na, dann hat man halt die Funktionen auf der ersten Ebene und die Funktionen auf der zweiten Ebene und die auf der zweiten Ebene nennt man Operator. Insofern wäre das hier dann der Ableitungsoperator. Also es ist nicht dasselbe wie die Ableitungsfunktion. Also das F' ist die Ableitungsfunktion von F. Aber das H, das ist was anderes. Das H ist die Funktion, die jeder Funktion ihre Ableitung zuordnet. Das heißt, das nennen wir den Ableitungsoperator. Das ist ein bisschen was anderes. Das ist quasi nur der Strich selbst, im Gegensatz zum F'. Okay, also wäre zum Beispiel H von Sin ist gleich groß. H von X ist gleich X. Und so weiter. Und das ist eine lineare Funktion. Also h ist linear. Und das ist dann eine Beobachtung, die, von der Sie sich denken können, dass sie im weiteren Verlauf nicht unserer Vorlesung, aber dann in der Analysis eine große Rolle spielen wird, der Ableitungsoperator. Und was heißt, dass der linear ist? Naja, das ist eigentlich eine Ableitungsregel, die Sie wahrscheinlich aus der Schule schon kennen. Wenn Sie f plus g haben und leiten das ab, dann ist dasselbe, wie wenn Sie f ableiten und g ableiten und die beiden Funktionen addieren. Und wenn Sie f haben und multiplizieren das mit Alpha und leiten das ab, ja, dann ist das Alpha in dem Fall eine Konstante und die können Sie dann rausziehen. Und dann kommt Alpha mal f' raus. Wenn Sie das beide kombinieren, und dann kommt daraus, die Ableitung an der Linearkombination ist die Linearkombination der Ableitung. Genau darum geht es hier. Also das ist eine lineare Funktion. Es also sieht also auf den ersten Blick ganz anders aus als eine Matrix-Vektor-Multiplikation, ist aber irgendwie strukturell dann doch ähnlicher, wenn man genauer hinschaut. Es gibt noch mehr Beispiele. Ja, Polynome sind auch ganz gut. Nehmen wir V, den Polynomraum. Und nehmen wir W, die Menge aller Funktionen. Und jetzt will ich h definieren von v nach w, indem ich jedem Polynom die entsprechende Funktion zuordne.
Wir hatten ja gesagt, bei Polynomen, die sehen halt so, wenn ich so hinschreibe, sehen sie aus, als wären sie Funktionen, aber wir wollten vorsichtig sein und sagen, na, das Polynom selbst, das ist eher so ein syntaktisches Objekt, das kann man addieren und multiplizieren, aber wir betrachten das Polynom selbst nicht als Funktion, sondern nur als ein Objekt, mit dem man eine Funktion beschreiben kann. Und das kann ich jetzt hier präzise machen, das Anwenden, das Anwenden eines Polynoms, um eine Funktion zu beschreiben, ist genau die Ausführung von dieser Funktion h, die ich jetzt erklären will, die nämlich jedem Polynom die entsprechende Polynomfunktion zuordnet. Kann ich so hinschreiben. Das ist ein bisschen notationell, muss man ein bisschen kreativ sein. Können wir zum Beispiel so machen. Ich nehme jetzt hier das ist jetzt eine Funktion, auch wieder so eine Art Metafunktion, die nimmt Funktionen hier als Input, nicht ganz, Polynome nimmt sie als Input, die sehen aber schon so aus wie Funktionen, sind aber keine. Und in W, naja, da haben wir, das ist die Menge aller Funktionen, als K-Vektorraum aufgefasst, das ist tatsächlich dann jetzt ein Funktionenraum, das erste nicht so wirklich, aber das zweite auf jeden Fall. Und das H bildet eben Polynome ab auf Funktionen, ist also auch wieder so ein Operator. Und ein Polynom, ein beliebiges Polynom sieht immer so aus, hat irgendwelche Koeffizienten, p0 plus p1x plus pd x hoch d. Und jetzt muss ich sagen, auf welche Funktion soll das abgebildet werden? Naja, muss ich hier jetzt rechts eine Funktion hinschreiben, und zwar eine Funktion k nach k. Ich schreibe die vielleicht so hin, die geht k nach k. Natürlich muss sie ja, sonst wäre es hier kein Element in w. Und die bildet z ab auf. Naja, und jetzt irgendein beliebiges Element z wird von dieser Funktion, die hier auf der rechten Seite, die ich da am Hinschreiben bin, abgebildet auf. Und das hängt jetzt davon ab, was dieses Polynom hier ist. Da kommt das jetzt wieder rein. P0 plus P1z plus Pd z hoch d. Also das hier ist eine Funktion, sowas nennt man dann eine Polynomfunktion. Das ist eine Funktion, die durch ein Polynom beschrieben wird. Während das hier, naja, das ist ein Element von V, das ist einfach nur ein Polynom. Und das ist nicht dasselbe, das ist was anderes. Das eine ist quasi ein formales Objekt und das andere ist eine Funktion. Und das ist eine lineare Abbildung. Ja klar, das ist leicht einzusehen. Das liegt daran, dass die Addition und die Skalarmultiplikation genauso erklärt sind, dass sie eigentlich gar nichts tun. Die Addition von Funktionen ist eben genau so gemacht, dass hier halt die Funktionswerte addiert werden. Ja, und was passiert dann? Es passiert genau dasselbe, wie wenn Sie da die Polynome addieren. Also das ist klar, das h von x, das wäre die Funktion z geht nach z, h von x Quadrat, das ist die Funktion z geht nach z Quadrat. Na und was ist dann h von x plus x Quadrat? Natürlich ist das dann die Funktion, die z nach z plus z Quadrat abbildet und das ist aber zugleich dann auch die Summe von diesen beiden Funktionen, h von x plus h von x Quadrat. Und wenn Sie da jetzt noch eine Streckung einbauen, dann wird das keinen großen Unterschied machen. Sie werden dann sehen, hier, sagen wir hier, wenn wir da jetzt da noch vielleicht hier 2 davor schreiben, wäre da ein Zweier davor und dann wäre hier ein Zweier davor. Jetzt können wir überlegen, so eine Funktion, also die erste Feststellung, Fact, h ist linear. Und jetzt können wir überlegen, handelt es sich um eine injektive lineare Abbildung oder eine surjektive Abbildung oder vielleicht sogar um beides? Und die Antwort ist, kommt drauf an. Worauf kommt es an? Ja, es kann nicht von dem Polynom abhängen, weil das Polynom ist ja nur das Argument von der Funktion. Die Funktion ist ja irgendwie für alle Polynome definiert. Die Polynome sind jetzt nur die Inputs. Und als Outputs habe ich irgendwelche Funktionen. Auf was kann es jetzt noch ankommen? Es kommt auf den Körper an. Nehmen wir, wenn wir k gleich r haben, dann ist das h injektiv, aber nicht surjektiv. So
Ja, also dass es nicht surjektiv ist, kann man leicht sehen, weil es gibt gewisse Funktionen, die sich nicht durch Polynome beschreiben lassen. Zum Beispiel EOX wäre nicht im Bild von H. Das Bild von H, das schreibt man dann vielleicht auch so, das ist Poll K, das ist die Menge aller Polynomen, die Menge aller Polynomfunktionen. Die Menge aller Funktionen von k nach k, die ich durch ein Polynom ausdrücken kann. Und EOX ist nicht dabei, wenn k der reelle Raum ist. Warum das injektiv ist? Ja, da müsste man ein bisschen mehr nachdenken. Da kommen wir aber gleich noch drauf zurück. Sion. Und das ist aber jetzt nicht immer so, sondern wenn ich einen anderen Körper nehme, zum Beispiel Z2, dann ist genau umgekehrt, dann ist das H nicht injektiv, aber es ist surjektiv. Und warum ist es nicht injektiv? Naja, das liegt daran, dass sie zwei Funktionen haben, nein, zwei Polynome haben, die der gleichen Funktion entsprechen. Also nehmen wir zum Beispiel dieses hier, das ist das Nullpolynom. Das wird natürlich abgebildet auf die Funktion, die alles auf 0 abbildet, auf die Nullfunktion. Und jetzt gibt es aber noch ein anderes Polynom, das dasselbe tut, nämlich x plus x Quadrat. Hat man gerade vorher schon als Beispiel, aber wenn ich das über dem Polynom, über dem Körper hier anschaue, dann ist das auch die Nullfunktion. Und das ist gleich, und die beiden sind nicht gleich. 0 ist natürlich als Element von kx etwas anderes als x plus x Quadrat als Element von kx. Und die beiden sind aber gleich. Die Nullfunktion als Funktion ist gleich der Nullfunktion. Da gibt es keine Diskussion. Die Diskussion ist höchstens, ob dieses Gleichheitszeichen hier stimmt. Das können wir noch leicht überprüfen. Nehmen wir x Quadrat plus x. Und der Körper hat nur zwei Elemente. Der hat nur 0 und 1. Das heißt, da müssen wir nur gucken, was passiert, wenn ich da 0 einsetze. 0 plus 0 Quadrat. 0 Quadrat ist 0. 0 plus 0 ist 0. Ja, okay. Dann 1. 1 Quadrat ist 1, 1 plus 1 ist 2, 2 ist aber 0. Das heißt, das ist tatsächlich die Funktion, die alles auf 0 abbildet, also ist es die Nullfunktion. Oh, und dann können wir aber auch gucken, okay, damit ist das nicht injektiv. Und das ist der Grund, warum ich so drauf abhebe, dass Sie sich das merken, dass Polynome etwas anders sind als Polynomfunktionen. Auch wenn das in der Schule nicht so präzise unterschieden wird. Warum wird das in der Schule nicht so präzise unterschieden? Ja, das liegt eben daran, dass in der Schule immer nur von R die Rede ist, da vielleicht auch nochmal von C, und dort ist dieses H hier injektiv. Das heißt, da macht es keinen Unterschied, ob Sie von Polynomen oder Polynomfunktionen reden, denn dadurch, dass das H hier injektiv ist, können Sie das eine in das andere übersetzen und verlieren dabei keine Informationen. Während hier über einem anderen Körper kann es aber sein, dass wenn Sie von einem Polynom ausgehen und übersetzen das in die Funktion, dann kommen Sie nicht mehr zurück, dann wissen Sie nicht mehr, welches Polynom war das, weil hier die Funktion weniger Informationen enthält, als das Polynom enthalten hat. Okay. Und surjektiv habe ich auch behauptet, dass es ist, im Gegensatz zum Fall R. Surjektiv ist es, naja, es gibt nicht so viele Funktionen. Ich könnte hier genauer hinschreiben, welche Funktionen es gibt, weil es gibt ja nur zwei Inputs, 0 und 1. Und die können abgebildet werden auf 0, 0, auf 0, 1, auf 1, 0 und auf 1, 1. Mehr Funktionen gibt es nicht. Und da müssen wir nur gucken, dass ich jede davon als Polynom beschreiben kann. Das kann ich aber, weil das hier ist einfach die Funktion x oder die Funktion, auf die x abgebildet wird, die identische, 0 geht nach 0, 1 geht nach 1. Dann diese Funktion hier kann ich bilden, indem ich 1 plus x nehme. Und das unten ist einfach die konstante Funktion 1. Damit ist das surjektiv. Okay, ein anderes Beispiel noch für lineare Abbildungen. Machen wir nochmal was mit Funktionen. Oder vielleicht ja auch wieder mit Polynomen. Machen wir wieder was mit Polynomen. V ist kx und w ist k.
der Grundkörper, einfach aufgefasst als Vektorraum über sich selbst. Und ich nehme ein Alpha aus K fix. Und das, was ich jetzt definieren will, ist der sogenannte Evaluationshomomorphismus. Der nimmt ein Polynom als Input und produziert als Output den Wert des Polynoms bei Alpha. Also den Wert der entsprechenden Polynomfunktion bei Alpha. Das könnte ich so hinschreiben. H V nach V. H von, nun, jetzt wieder irgendein Polynom. P0 plus PD x hoch d wird abgebildet auf, und jetzt einfach ein Körperelement, hier das W ist ein Vektorraum, aber als Vektorraum der Körper über sich selbst, und das Element, das ich hier nehmen will, das ist P0 plus PD Alpha, also einfach das x durch Alpha ersetzt, Alpha hoch d, also dann ist das hier ein Element von k, das hier ein Element von v. Und dieses H ist wieder linear. Warum? Naja, wenn Sie zwei Polynome nehmen und addieren die und werten dann die Summe aus, dann kriegen Sie dasselbe, wie wenn Sie jedes Polynom auswerten und dann die beiden Werte addieren. Das ist einfach auch wieder, ne, brauchen wir eigentlich nichts zu zeigen, sondern das ist einfach ein Nachrechnen. Und da braucht man dann, dass das Plus und das Mal genau so gemacht sind, dass man da alles hat, was man braucht, um das durchzurechnen. Okay, also das ist linear. Wie ist hier mit injektiv und surjektiv? Naja, das ist klarerweise surjektiv, weil jede Zahl, jedes Element des Körpers ist immer sicher ein Funktionswert von irgendeinem Polynom, von irgendeiner Polynomfunktion. Ich könnte ja zum Beispiel das entsprechende konstante Polynom nehmen. Das ist dann sicher auch bei Alpha den Wert, den es haben soll. Und ist es injektiv? Natürlich nicht, weil es gibt immer mehrere Polynome, die bei Alpha denselben Polynom, denselben Funktionswert haben. Also das ist surjektiv, nicht injektiv. Dann können wir gucken, was ist der Kern? Naja, der Kern ist die Menge aller, ich kann einfach nur die Definition jetzt nochmal hinschreiben vom Kern, für diese präzise Definition, das ist die Menge aller Polynome P in V, für die gilt H von P gleich 0, und das hier heißt aber P von Alpha gleich 0, das heißt Alpha ist Nullstelle von P. Okay, also das ist eine bestimmte Menge von Polynomen, die den Kern bilden. Was haben wir noch? Gehen wir mal von den Funktionen weg, machen wir was eher Algebraisches. Nehmen wir zum Beispiel V gleich C, W gleich R. Und betrachten wir das C als R-Vektorraum. Das C ist natürlich ein Körper der komplexen Zahlen, aber auch ein R-Vektorraum. Das sehen Sie ja, wenn Sie sich den Körper so aufmalen mit Realteil und Imaginärteil. Und genau auf Realteil und Imaginärteil will ich jetzt hinaus, nämlich die Funktionen V nach B, die jede Zahl ihren Realteil bzw. Imaginärteil zuordnen, das sind auch lineare Funktionen. Das sind mit lineare Funktionen, wenn Sie das C als R-Vektorraum auffassen. Okay, viel mehr gibt es da nicht dazu zu sagen. Noch ein anderes Beispiel, nehmen wir V gleich Q adjungiert Wurzel 2, nehmen wir, also das war, da hat man ja gesagt, das ist A plus B Wurzel 2, wo A, B durch Q laufen, das ist ein Unterraum von R, und zwar der Unterraum, der erzeugt wird und als Basis hat 1 und Wurzel 2, so können wir das jetzt ausdrücken, und ja, und das soll V sein und W.
Und jetzt nehme ich eine Funktion h, und v nach w. Und okay, was nimmt die jetzt? Die nimmt jetzt irgend so ein Element von hier, z. Das kann ich ja schreiben als a plus b Wurzel 2. Und vergisst jetzt kurz, dass es sich um Vektorräume handelt, geht in R und sagt, in R kann ich alles mit allem multiplizieren. Und das mache ich jetzt von hier, 1 plus Wurzel 2 mal z. Und weil das Ding hier nicht nur ein Vektorraum, sondern auch ein Körper ist, ist das jetzt dann auch wieder ein Element von q Wurzel 2. Und jetzt kann ich mir überlegen, diese Funktion ist linear als Funktion von v nach w. H, eine lineare Funktion. Warum? Naja, das ist, kommt dann wieder aus den Rechenregeln. Wenn ich habe h von Alpha 1 z1 plus Alpha 2 z2, wobei die z aus v sind, also das sind welche, die können Wurzel 2 enthalten. Die Alphas, naja, also ich fasse das hier als q-Vektorraum auf, also das hier als q-Vektorräume, das k ist q. Dann sind also die Alphas aus dem Grundkörper, das ist in dem Fall q. Und nach Definition ist das 1 plus Wurzel 2 mal Alpha 1 Z1 plus Alpha 2 Z2. Und jetzt habe ich Rechenregeln in R, die mir erlauben, das so zu schreiben. Alpha 1, 1 plus Wurzel 2 Z1 plus Alpha 2, 1 plus Wurzel 2 Z2. Ja, und jetzt kann ich das wieder zurück übersetzen und sage, das ist Alpha 1 H von Z1 plus Alpha 2 H von Z2. Naja, und das ist genau die Bedingung für lineare Abbildung. Das heißt, das H ist eine lineare Funktion, weil es das erfüllt. Und was haben wir noch? Ah, ja, okay, einen habe ich noch. Und zwar, nehmen wir jetzt irgendwelche Vektorräume, v ein k-Vektorraum und u ein Unterraum von v. Und ich nehme h, die Funktion, die v abbildet, auf v dividiert durch u. Wir wissen noch, was das ist, der Quotientenraum. Also das ist die Menge aller Äquivalenzklassen modulo u. Und ich will jetzt sagen, ich bilde jedes v ab auf dessen Äquivalenzklasse. Na, das ist linear. Warum ist das linear? Naja, weil die Addition im Quotientenraum genau so definiert ist, dass ich h von v1 plus v2 habe, ist gleich Klasse von v1 plus v2. Und das ist gleich Klasse von V1 plus Klasse von V2 und damit gleich H von V1 plus H von V2. Und genauso mit der Streckung. Und damit ist es linear. Was ist der Kern? Ja, der Kern von H ist zur Erinnerung, das ist nochmal die Menge aller V aus V, für die h von v gleich 0 ist, wobei die 0 hier aber jetzt die 0 aus w ist und das w ist jetzt das hier. So, und was ist die 0 aus w? Die 0 aus w ist also die 0-Klasse. Sie erinnern sich, das war einfach, das ist einfach w selbst. Entschuldigung, u selbst, also der Nennerraum. Das ist u als Teilmenge von w. Oh, und dann wissen wir, dass das ist gleich u. Denn die Menge aller die Menge aller v in v, deren Klasse die Nullklasse ist, ja, das ist eben genau die Nullklasse. Und die Nullklasse ist das u. Okay. Dann hatten wir auch den Begriff des Isomorphismus.
Der Isomorphismus sagte, zwei Räume haben genau die gleiche Struktur, wenn es vom einen zu dem anderen eine lineare Abbildung gibt, die nicht nur linear ist, sondern darüber hinaus auch noch bijektiv. Haben wir das hier? Nein, weil hier haben wir ja einen Kern. Normalerweise haben wir da das nicht, außer wenn das U irgendwie sehr langweilig wäre. Also wir hätten zum Beispiel V ist isomorph zu V durch 0. Hier dürfen Sie mal durch 0 dividieren, durch den Nullraum, weil das hier ist die Menge aller V und das hier ist die Menge aller, das haben wir schon gesehen, das ist die Menge aller Mengen, die jeweils nur einen Punkt enthalten. V ist V. Und strukturell ist das natürlich nichts anderes als der Raum V selbst. Und die lineare Abbildung, der Isomorphismus, wäre Menge von V nach V 0. Die sagt, ich bilde V ab auf die Menge, die nur, das V enthält. Und das ist natürlich linear. Und umgekehrt kann ich es auch invertieren, weil natürlich brauche ich dann nur die Mengenklammern wegzumachen, dann habe ich die Umkehrfunktion. Das ist ein ISO. Ja, kann man noch was Interessanteres machen? Ja, wir können noch was Interessanteres machen. Und zwar haben wir gesehen, wenn V gleich U direkte Summe mit W ist, das ist nicht dieses W, sondern das ist ein neues W, also wenn W ein Komplementärraum von U ist, dann haben wir gesehen, dass die Basis von W, die Äquivalenzklassen von den Basiselementen von W, eine Basis von V durch U bilden. Und das kann man dann so schreiben, oder das daraus folgt dann, dass diese Abbildung hier, wenn ich sie einschränke auf W, ein Isomorphismus wird. Also das geht so. V nach U ist damit isomorph zu W. Und ein ISO H von W nach V durch U, definiert durch H von W ist gleich W Klasse, das ist ein ISO. Und das folgt aus, das ist nicht komplett offensichtlich, wenn ich das so hinschreibe, aber das ist jetzt die vornehme Art und Weise, den Satz hinzuschreiben, wo wir kürzlich darüber gesprochen haben, ich weiß nicht mehr, was die Nummer war, der Satz, der sagte, wenn Sie eine Basis des Komplementärraums haben, dann können Sie die in eine Basis des Quotientenraums übersetzen, die entsprechen sich genau und diese Bijektion zwischen den Basen, die übersetzt sich in eine Isomorphie zwischen den Räumen. Das sehen wir also hier dann sehr schön, vielleicht noch nicht ganz klar, aber das wird im Laufe der Zeit jetzt noch klarer, wenn wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen. Ja, vielleicht hören wir dann jetzt mal auf mit Beispielen. Ich habe fast mehr als eine halbe Stunde über Beispiele gesprochen. Ich könnte jetzt noch sehr viel mehr über Beispiele reden. Und wie gesagt, einige mehr stehen im Skript und noch viel mehr Beispiele werden dann im Laufe des Studiums auf Sie zukommen. Sie werden immer wieder merken, oh, das ist ja wieder eine lineare Abbildung. Und zwar zwischen Räumen, wo Sie jetzt auch noch nicht einmal die Räume kennen, von denen dann die Rede ist. Also Sie werden fast immer mit linearen Abbildungen zu tun haben. Und deshalb lohnt es sich, die gut zu verstehen. Weil wenn Sie die gut verstehen, dann haben Sie später weniger Schwierigkeiten. Gut, dann versuchen wir mal, lineare Abbildungen etwas besser zu verstehen, indem wir gucken, was können wir über, was wir bisher über die Matrix-Vektor-Multiplikation verstanden haben, übersetzen in Eigenschaften von linearen Abbildungen. Und da fangen wir an mit diesem Satz hier, Satz 49. Der sagte zunächst, die Verkettung von linearen Abbildungen ist linear. Nun, die Verkettung von linearen Abbildungen, wenn man das wieder zurückübersetzt in Matrizen, das entspricht der Matrix-Multiplikation. Und dieser Satz, die Verkettung linearer Abbildungen ist eine lineare Abbildung, der sagt einfach, naja, das Produkt von zwei Matrizen ist wieder eine Matrix. Und das ist also nicht überraschend.
Und was er auch sagt, ist, die Umkehrfunktion einer bijektiven linearen Abbildung ist ihrerseits auch wieder freiwillig linear. Also die Umkehrfunktion ist zunächst einmal nur eine Funktion, aber der Satz sagt, die Funktion ist dann auch noch linear. Der zweite Teil des Satzes sagt, dass die Isomorphie sowas ist wie eine Äquivalenzrelation auf der Menge aller Vektorräume. Nur, dass die Menge aller Vektorräume keine Menge ist, ist ein bisschen zu groß. Das ist sowas wie die Menge aller Mengen, ist aber jetzt für uns nicht so wichtig. Für uns ist wichtig, das Ding ist reflexiv, symmetrisch und transitiv. Und damit erfüllt es die Eigenschaften, die wir von der Äquivalenzrelation her kennen. Nur, dass halt die Grundmenge keine Menge ist. Das ist aber eher was für die Mengentheoretiker. Wichtig ist, jeder Raum ist zu sich selbst isomorph. Und das brauchen wir nicht groß zu beweisen, können wir gleich hier hinschreiben. Da ist nämlich die identische Abbildung ein Isomorphismus. Klarerweise ist die Abbildung, die x auf x abbildet, linear. Und natürlich auch injektiv und surjektiv, also bijektiv und also ein Isomorphismus, das ist klar. Und das hier, naja, das ist genau das hier, der sagt, wenn es einen Isomorphismus von U nach V gibt, dann gibt es auch einen von V nach U, nämlich die Umkehrabbildung. Und das dritte ist, das ist das hier, das ist die Verkettung ist linear, denn wenn ich einen Isomorphismus habe, der U nach V abbildet und einen zweiten, der V nach W abbildet, nämlich mit dem G, dann brauche ich die nur miteinander zu verketten. Und ich weiß von dem hier, wenn ich das gezeigt habe, die Verkettung ist linear. Und ich weiß noch von früher, dass wenn ich zwei bijektive Funktionen miteinander verkette, das Ergebnis wieder bijektiv ist. Und darum weiß ich dann, die Verkettung ist dann ist dann ein Isomorphismus von U nach W. Und drittens, wenn ich einen Homomorphismus habe, dann ist der Kern immer ein Unterraum von dem einen Raum, von dem ersten Raum, V, und das Bild ist immer ein Unterraum von dem anderen. Das ist auch was wir von Matrizen her schon kennen. Für Matrizen wissen wir, der Kern ist immer ein Unterraum, das ist einmal die Menge aller Linearkombinationen von bestimmten Vektoren, die man mit dem Gauss-Algorithmus ausrechnen kann. Also hat es die Unterraumstruktur. Und das gilt eben ganz allgemein. Dafür brauche ich nur die Eigenschaften der linearen Abbildung. Okay, dann schauen wir uns das an, warum das stimmt. Also den hier haben wir schon, den ersten und den dritten schauen wir uns genauer an. Beweis. Erstens. Naja, okay, dann nehmen wir, sagen wir, H1, V1 nach V2 linear. Und H2 von V2 nach V3 linear. Also das ist, wir wissen. Und sagen wir, H3 definiere ich einfach als H2 nach H1. Das ist also eine Funktion, die geht von V1 nach direkt nach V3. Und zu zeigen ist, dieses H3 ist linear. Und das ist relativ einfach dazu sein. Und hier, das ist jetzt das Standardschema, wie Sie immer zeigen, dass eine Funktion linear ist. Die Funktion ist irgendwie definiert oder Sie wissen irgendetwas darüber. Und dann machen Sie folgendes. Sein Alpha 1, Alpha 2 aus K beliebig und V1, V2 aus dem ersten Raum hier, dem hier, beliebig. Und dann gilt, naja, das setzen Sie dann einfach eine Linearkombination in das H ein, das H3 in dem Fall, Alpha 1 V1 plus Alpha 2 V2. Und dann rechnen Sie so lange rum, bis am Ende steht Alpha 1 H3 von V1 plus Alpha 2 H3 von V2. Und wie Sie das dann konkret machen, na, das hängt davon ab, was Sie wissen über die Funktionen. Und in dem Fall wissen wir, das ist die Verkettung. Das heißt, das setze ich dann hier ein. Das ist H2 von H1 von Alpha 1 V1 plus Alpha 2 V2. So, und was ich jetzt weiß, ist, dass das H1 linear ist. Das heißt, das kann ich hier einsetzen. Da kann ich das H reindrücken, das H1. Das Alpha 1 H1 V1 plus Alpha 2 H1 V2. So.
Und als nächstes kann ich verwenden, dass das H2 ebenfalls linear ist. Das heißt, ich kann das H2 da reindrücken. Kriege ich H2 Alpha, also Alpha 1 H2 von H1 von V1 plus Alpha 2 von H2 von H1 von V2. So, und dann ist das hier jetzt die Definition von H wieder rückgängig gemacht. Das ist ja das, was da steht. Das heißt, das ist Alpha 1 H3 von V1 plus und hier genauso Alpha 2 von H3 von H von V2. Dann habe ich gezeigt, das hier ist gleich dem und das ist genau die Bedingung. Erstens. Dann der zweite Teil ist mit der Umkehrfunktion. Also das geht dann so. Also jetzt wissen wir, haben wir f von v nach w linear und bijektiv. Und zu zeigen, f hoch minus 1 von b nach v, b nach v, ist auch linear. Und das heißt eben, zu zeigen ist wieder genau das. Hier, wenn ich Alpha 1, Alpha 2, V1, V2 nehme, also sein, ja, da muss man jetzt, glaube ich, einen Trick ein bisschen machen. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Also sein Alpha 1, Alpha 2 in K, V1, V2 in, nehmen wir die in W, gleich, nennen wir sie auch so, W1, W2 in W, und dann ist zu zeigen, f hoch minus 1 von Alpha 1 W1 plus Alpha 2 W2 gleich Alpha 1 f hoch minus 1 W1 plus Alpha 2 f hoch minus 1 W2. Gut, wie zeigen wir das? Naja, okay, also das f ist ja, ich muss irgendwie das f ins Spiel bringen, weil sonst, ich weiß ja nicht, über das f hoch minus 1 weiß ich nicht so viel, außer dass es von dem f die Umkehrfunktion ist. Und über das f weiß ich aber, dass es linear ist und das muss ja irgendwie einkommen. Ich weiß aber, dass das f bijektiv ist, das heißt, dann ist es insbesondere surjektiv, das heißt, es gibt irgendwelche v's, deren Bilder die w's sind. Also sein... Die nehme ich mal her, sein V1, V2 in V so, dass f von V1 gleich W1 und f von V2 gleich W2. Und solche V1, V2 gibt es, weil f surjektiv ist. So. Naja, aha, aber die stehen hier schon, weil wenn ich hier f von V1 gleich W1 habe, dann heißt das ja umgekehrt, dass V1 gleich f hoch minus 1 von W1 ist. Und das hier heißt V2 ist gleich f hoch minus 1 von W2. Und dann heißt das, was wir hier haben, ist Alpha 1 V1 plus Alpha 2 V2. So. So, wenn ich darauf jetzt mal F anwende, dann kommt da raus Alpha 1 f von V1 plus Alpha 2 f von V2. Okay. Weil das f linear ist, das habe ich ja hier irgendwo verwenden wollen. Da habe ich es jetzt verwendet. Und auf die Gleichung kann ich jetzt f von minus 1 anwenden. Und dann kriege ich hier
Alpha1V1 plus Alpha2V2 ist gleich f hoch minus 1 von Alpha1 f von V1 plus Alpha2 f von V2. Hier hat das f hoch minus 1 und das f, die haben sich gegenseitig weggehoben. So. Und hier, na, da steht es einfach da, weil die lassen sich nicht miteinander verrechnen. Und jetzt brauche ich das nur wieder zu übersetzen, dass das V1 und das V2, die waren ja so gewählt, dass das hier f von W1 ist. Na, f hoch minus 1 von W1. Und hier, das ist f hoch minus 1 von V2. Von W2, Entschuldigung. Und hier, naja, das f von V1, das ist W1. Dann habe ich genau das, was ich brauche. Und hier auch. Okay, dann habe ich also das hier gezeigt. Es steht jetzt nur irgendwie andersrum da. Es steht, das hier ist gleich dem, aber Gleichheit ist natürlich symmetrisch, deshalb ist das egal. Gut, dann haben wir das gezeigt. Und dann ist der erste Teil fertig. Ja, die Verkettung linearer Abbildung ist linear, das war das erste. Und die Umkehrung einer bijektiven linearen Abbildung ist ablinear. Und das dritte ist jetzt noch offen. Das dritte ist, dass die das Kern und Bild Unterräume sind. Und es ist schön, dass jetzt nochmal Gelegenheit zu haben, zu zeigen, dass was ein Unterraum ist. Also der Kern von H als erstes. Wie war das nochmal? Wenn ich zeigen muss, dass was ein Unterraum ist, dann muss ich zeigen, das ist nicht leer und es ist abgeschlossen unter Linearkombinationen. Nun ist es immer so, dass h von 0 plus 0 gleich h von 0 plus h von 0 ist. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal auch schon gezeigt. Das ist aber gleich h von 0. Und daraus folgt h von 0 ist gleich 0. Und daraus folgt 0 ist im Kern. So. Jetzt müssen wir dann mal schauen, was sind das für Nullen. Das hier ist die Null aus V, das ist die Null aus W, wenn es H eine Funktion ist, die von V nach W geht. Und das hier ist auch wieder die Null aus V, weil der Kern ist ja die Menge aller Elemente aus V, die von dem H auf die Null aus W abgebildet werden. Naja, okay, aber dann habe ich gezeigt, da ist ein Element drin, die Null, dann ist es nicht die leere Menge. Weil da ist ja ein Element drin. Erstens. Zweitens, jetzt sein Alpha Beta aus K und UV aus V. Nee, UV aus Kern H, aus diesem Unterraum. Und zu zeigen ist, dass Alpha U plus Beta V ebenfalls in diesem Unterraum sind. Das heißt, zu zeigen, ist, dass H angewendet auf diesen Vektor hier 0 gibt. H von Alpha U plus Beta V ist gleich 0, wobei das wieder die 0 aus W ist, der Nullvektor in W. Nun ist das H aber eine lineare Abbildung. Das heißt, das hier ist gleich Alpha H von U plus Beta H von V. Und wir haben gesagt, U und V sind im Kern. Das heißt, U und V sind solche Vektoren, die von H auf 0 abgebildet werden. Das heißt, das hier ist 0, das hier ist auch 0. Naja, okay, aber Alpha mal 0 plus Beta mal 0 ist 0, das heißt, das stimmt. Fertig. Das ist es schon. Und das zweite fürs Bild ist auch nicht schwieriger. Also, das Bild von H, das ist die Menge aller Elemente aus W, die von dem H getroffen werden. Naja, das ist auch wieder, wir haben schon gezeigt, h von 0 ist 0. Und daraus folgt, dass die 0 aus W ein Element vom Bild ist. Das ist jetzt die andere 0. Und trotzdem, ob er dann das Bild nicht leer sein kann, weil es zumindest die 0 enthält. Gut. Und jetzt zeigen wir sein Alpha Beta aus K und U V in Bild H. Das zeigen ist, dann ist auch die Linearkombination Alpha U plus Beta V in Bild H.
So, das sind jetzt Vektoren, die sind in W, und zwar in diesem, also in dieser Teilmenge, von der wir zeigen wollen, dass es ein Unterraum ist, von W. Und die Teilmenge hier zeichnet sich dadurch aus, dass es die Menge ist aller Elemente von W, die von dem H getroffen werden. Das heißt, da kann ich mir Urbilder hernehmen. Also für UV in im H gibt es passende, ja, nehmen wir so U-Schlange, V-Schlange in V, deren Bilder das U und das V sind. Also mit H von U-Schlange gleich U und H von V-Schlange gleich V. So, und was ich zeigen muss, ist, es gibt irgendein Element, dessen Bild dieses hier ist. Okay, ich muss zeigen, es gibt eins, also werfe ich Ihnen da eins hin und zeige, das ist eins. Und zwar nehme ich hier Alpha U Tilde plus Beta V Tilde. Denn wenn ich darauf H anwende, dann kann ich sagen, ich weiß, dass das H linearer ist. Das heißt, wegen der Linearität von H ist das H von Alpha mal H von U Tilde plus Beta mal H von V Tilde. Naja, und dann sind die aber ja gerade so gewählt, dass hier U und da V rauskommt. Das heißt, das ist Alpha U plus Beta V. Und dieses Ding hier ist aber ja natürlich auf jeden Fall im Bild von H, denn das ist ja H von irgendwas und das Bild ist alle Elemente von W, die ich schreiben kann als H von irgendwas. Damit ist also dieses Element im Bild und fertig. Und gut, dann haben wir den Satz fertig bewiesen. Der nächste Satz, der ist auch sehr wichtig, der sagt Ihnen nämlich jetzt, dass der ist zwar sehr einfach, ein ganz kurzer Beweis, aber sehr zentral, weil der gibt Ihnen ein Kriterium, mit dem Sie für eine lineare Abbildung sehr leicht untersuchen können, ob sie injektiv ist. Und zwar geht der so, wenn Sie zwei Vektorräume haben und eine lineare Abbildung von dem einen in den anderen, dann gilt, diese lineare Abbildung ist genau dann injektiv, wenn ihr Kern leer ist. Also so leer wie halt geht. Der Kern nur die Null enthält. Dass der Kern nur die Null enthält. Okay, dann schauen wir an, warum das so ist. Beweis. Also es sind zwei Dinge zu zeigen. Nach rechts, aus links folgt rechts und umgekehrt. Also sagen wir, H ist injektiv. Wissen, H ist injektiv. Linear sowieso auch, das ist Generalvoraussetzung. Und zu zeigen ist, der Kern von H ist 0. Naja, okay, aber dann nehmen wir, sei, eigentlich ist hier nur zu zeigen, dass der Kern in 0 enthalten ist, weil die umgekehrte Richtung gilt auf jeden Fall. Also 0 ist immer im Kern, weil H von 0 ist immer 0 bei einer linearen Abbildung. Zu zeigen ist nur diese Richtung. Und dann nehmen wir also ein Element aus dem Kern, sei x in Kern von H. Das heißt, H von x ist gleich 0. Nun weiß ich aber trotzdem auch, H von 0 ist 0. Und wegen der Injektivität folgt, dass das x gleich 0 sein muss. Oh, und dann habe ich also gezeigt, dass x ist tatsächlich in der rechten Seite der Menge, die nur die Null, der Menge, die nur die Null enthält. Das ist einfach, oder? Andere Richtung. Hier wissen wir jetzt, der Kern von H ist nur die Null. So zeigen ist, das H ist injektiv. Wie zeigen wir jetzt, dass H injektiv ist? Also sein x y aus V so, dass, das ist jetzt wieder das normale Beweisschema für zeigen Sie, dass irgendwas injektiv ist. Sie nehmen zwei Dinge her aus dem Definitionsbereich, von denen Sie annehmen, die haben das gleiche Bild. Und dann zeigen Sie, ja, dann waren die Argumente schon gleich. Also sein x y so, dass H von x
gleich h von y ist. Und zu zeigen ist dann x gleich y. Das ist die Bedingung für Injektivität. Und das geht so. Also aus dem hier, h von x gleich h von y, folgt, ich kann das auf die andere Seite bringen, h von x minus h von y gleich 0. Und das h ist linear, das heißt, ich kann das h rausziehen. H von x minus y gleich 0. Oh, und das heißt aber, x minus y wird von dem h auf 0 abgebildet. Das bedeutet, x minus y ist ein Element des Kerns von h. Vom Kern haben wir angenommen, dass er nur die 0 enthält. Daraus folgt also, x minus y ist 0. Na, fertig. Dann ist also x gleich y. Fertig. Das ist sehr unscheinbar, aber sehr nützlich. Beachten Sie, dass das jetzt nur gilt für lineare Abbildungen. Also wenn ich Ihnen irgendwie was mit Permutationen in der Klausur gebe und zeige Sie, hier ist eine Funktion, die bildet Permutationen auf Würfel oder sowas ab, dann können Sie den Satz nicht verwenden, sondern den Satz können Sie nur verwenden, wenn Sie eine Funktion haben von einem Vektorraum in einen anderen Vektorraum, die Linearitätsbedingung erfüllt. Linearitätsbedingung, die ist hier zweimal im Beweis eingegangen, nämlich einmal hier, das ist nicht so wild, h von 0 ist 0, dazu müssen Sie zunächst mal überhaupt eine 0 haben, also für beliebige Mengen kann das schon mal gar nicht gehen, und Sie müssen wissen, 0 wird auf 0 abgebildet. Aber dann interessanter ist der Schritt hier, wo ich gesagt habe, ich kann hier das h rausziehen, das ist die Linearität, die für das h da angenommen ist und die den Beweis da zum Funktionieren bringt. Und wenn Sie wenn Sie Linearität nicht haben, dann können Sie auch im Allgemeinen gar nicht von einem Kern reden. Also das ist eine Bedingung, die sehr nützlich ist, wenn es heißt, zeigen Sie, dass die folgende lineare Abbildung injektiv ist, oder untersuchen Sie, ob die injektiv ist. Dann überprüfen Sie auch einfach nur, ob der Kern 0 ist. Für eine Matrix-Vektor-Multiplikation ist ganz einfach. Der Kern ist das, was wir bisher auch immer schon als der Kern von einer Matrix aufgefasst haben, die Menge aller Lösungen des homogenen linearen Gleichungssystems. Und der nächste Satz ist auch nicht schwieriger, aber auch sehr, sehr nützlich. Und zwar ist der nächste Satz etwas, der erlaubt uns, eine lineare Abbildung zu konstruieren. Eine lineare Abbildung hinzuschreiben für eben so komplizierte Vektorräume auch. Also für K hoch n und K hoch m wissen wir eben, wie man eine lineare Abbildung hinschreibt. Da schreibe ich einfach eine Matrix hin und das ist immer eine Matrix-Vektor-Multiplikation. Und der nächste Satz ist jetzt, wie mache ich das bei irgendwelchen Vektorräumen? Ganz irgendwelche geht jetzt ja gar nicht. Irgendwas muss ich schon wissen. Und zwar, was ich wissen will, ist eine Basis. Also angenommen, ich habe eine Basis des Raums, der den Definitionsbereich darstellen soll. Ich will eine Abbildung, eine lineare Abbildung von V nach W konstruieren und ich habe eine Basis von V. Dann sagt der nächste Satz, es reicht, es ist hinreichend und es ist notwendig zu spezifizieren, worauf werden die Basiselemente abgebildet. Also wenn ich hier 5 Basiselemente habe, bei einem fünfdimensionalen Raum, dann muss ich nur sagen, das erste Basiselement wird auf diesen Vektor von W abgebildet, das zweite auf den, das dritte auf den, das fünfte auf den. Und dann ist dadurch eindeutig eine lineare Abbildung festgelegt von dem gesamten Raum V, von dem das die Basiselemente waren, in den Raum W. Die Linearitätsbedingung erzwingt, was mit allen anderen Vektoren ist. Das ist sehr nützlich, weil... Warum ist das nützlich? Natürlich ist das ist deshalb nützlich, weil der Raum V, der wird im Allgemeinen sehr viele Vektoren enthalten. Und da werden Sie nicht für jeden Einzelnen aufschreiben können, der soll auf das, der soll auf das, der soll auf das, sondern das müssen Sie irgendwie systematisch machen. Dazu bräuchten Sie aber irgendwie ein systematisches Verständnis von dem Vektorraum. Und das systematische Verständnis, das Sie brauchen, das ist, eine Basis zu wissen. Wenn Sie eine Basis wissen, dann reicht das, um komplett eine lineare Abbildung festzulegen, indem Sie einfach sagen, was soll mit der Basis geschehen?
Und der Satz ist also auch wieder sehr unscheinbar, aber der ist sehr, sehr zentral und wichtig und sehr hilfreich, weil er so die Luft rauslässt aus den linearen Abbildungen und sagt, naja, eine lineare Abbildung ist etwas ganz Kompliziertes. Nee, es ist eigentlich nur eine Funktion auf den Basiselementen. Das ist etwas sehr Einfaches. Basis ist viel kleiner als der Vektorraum und da brauchen Sie die Linearitätsbedingungen nicht, sondern dann nehmen Sie irgendeine Abbildung. Also jetzt schauen wir uns den Satz hier an. Wir nehmen zwei Vektorräume, V und W, über einem Körper K. Ich nehme an, ich habe eine Basis von dem ersten Raum, von dem Raum. Und ich habe eine Funktion, eine ganz beliebige Funktion, die Basiselemente abbildet auf Elemente von B. Also so wie ich eben gesagt habe, B ist eine ganz kleine Menge, die Basis von V. Und jedem Basiselement ordne ich mit dieser Funktion F ein Element von W zu. Okay? Und der Satz sagt, es gibt dann genau eine, also mindestens eine und höchstens eine, lineare Abbildung, die den ganzen Raum V als Definitionsbereich hat und dasselbe W als Zielbereich und die so ist, dass sie auf der Basis dasselbe tut wie das F. Also für jedes Basiselement B gilt H von B gleich F von B. Voilà. So, warum ist das so? Beweis geht so. Ich muss zwei Dinge zeigen. Erstens, das Ding existiert und zweitens ist es eindeutig. Also, Existenz. Also nehmen wir H sei H von V nach W sei definiert durch wie folgt. Sagen wir mal, das muss ich jetzt ein bisschen mit Worten beschreiben. Zu jedem F, na, zu jedem X gibt es eine Darstellung X ist gleich Alpha 1 B 1 plus 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 Alpha K B K als Linearkombination von Elementen von B. Also das heißt, Alpha 1, Alpha K sind in K, B1 bis BK sind in B. Und wir setzen das H von X, für jedes X kann ich irgendwie so schreiben, und jetzt schaue ich, was macht das F mit diesen Basiselementen und die entsprechende Linearkombination gebe ich zurück. Also H von X soll dann sein Alpha mal F von B1 plus 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 Alpha 1 plus Alpha K F von BK. So, und jetzt müssen Sie sich erschrecken kurz und sagen, geht das überhaupt? Was ist, wenn ich hier für dieses x eine andere Darstellung mit anderen Alphas nehme, kommt dann hier dasselbe raus? Weil hier habe ich hier gesagt, der h soll nur von dem x abhängen und auf der rechten Seite habe ich aber jetzt was von Alphas gesagt und die Alphas hängen irgendwie mit dem x zusammen, aber wenn ich da andere wählen kann, dann muss ich hier jetzt wieder so eine Wohldefiniertheitseigenschaft zeigen. Oder ich muss mich irgendwie rausreden, warum ich das nicht brauche. Ich wähle mal das Rausreden. Und das Rausreden ist, ich brauche das nicht zu zeigen hier, weil die Bs sind Basiselemente. B ist eine Basis. Und deshalb sind diese Alphas hier eindeutig. Das ist eine der Charakterisierungen von Basis gewesen, dass jeder Vektor, also jedes x, sich eindeutig darstellen lässt als Linearkombination. Das heißt, Sie kommen gar nicht in die Verlegenheit zu überprüfen, was ist, wenn ich die Alphas anders wähle, weil Sie können die gar nicht anders wählen. Es gibt immer eine Darstellung, aber es gibt nie zwei. Und deshalb ist das hier eine ungefährliche Definition. Also H ist wohl definiert. Weil jedes X nur eine Darstellung haben kann. Solche
hat, und das liegt daran, weil, weil B Basis ist. Wie war das nochmal ganz genau? Basis heißt erzeugendes System und lineare Unabhängigkeit. Für die Eindeutigkeit, hier hatten wir gebraucht, dass das linear unabhängig ist. Das gibt die Eindeutigkeit. Und für die Existenz haben wir gebraucht, dass es ein erzeugendes System ist. Das nochmal zur Wiederholung. So, und jetzt ist das H, da steht es also jetzt. Was will ich eigentlich zeigen? Die Existenz, ich will zeigen, eine lineare Abbildung existiert, die auf den Basiselementen das macht, was das F macht. Also klarerweise für x gleich bi ist klarerweise natürlich x gleich diese Darstellung, die, ja, naja, die würde 0 mal b1 plus 0 mal b2 plus 1 mal bi plus 0 mal bk, diese Darstellung. Und somit h von bi ist gleich, naja, nachdem wie ich das hier definiert habe, würde ich hier sagen, das ist 0 mal, egal was das f von b1 ist, plus 0, 0, 0. Und das Einzige, was da rauskommt, ist das f von bi. Für alle bi. Für alle bi in b. Okay, also das ist so eine, das ist also schon mal richtig. Was wir jetzt noch überprüfen, also das ist wie gefordert. Und was wir jetzt noch prüfen müssen, ist, dass das linear ist. Bleibt zu zeigen. H ist linear. Naja, dazu nehmen wir, dazu sein Alpha Beta aus K, x, y aus V, beliebig. Und zu zeigen ist, wieder H von Alpha x plus, y, plus Beta y ist gleich Alpha H von x plus Beta H von y. Und x und y haben auch jetzt wieder solche Darstellungen. Das Alpha habe ich jetzt verschossen. Nehmen wir Gammas, ist ja egal. Also etwa, nein, etwa x gleich Gamma 1 b1 plus Gamma k bk und y gleich Delta 1 b1 plus Delta k bk für Gamma 1 Gamma k Delta 1, Delta K in K, B1, BK aus B. Und dann gilt, und dann kann ich es jetzt einfach wieder ausrechnen, mit Hilfe dessen, wie ich die Funktion H definiert habe. Dann gucke ich, ob auf beiden Seiten dasselbe rauskommt. Also H von Alpha X plus Beta Y ist gleich H von, naja, Alpha mal Gamma 1 B1 plus Beta Delta 1 B1 plus. Das ist gleich H von, das ist also Alpha Gamma 1 plus Beta Delta 1 B1 plus und die anderen auch. Und nach Definition ist das gleich Alpha Gamma 1 plus Beta Delta 1 F von B1 plus und die anderen auch. Okay, ja, schreiben wir vielleicht noch ein zweites hin, damit es ein bisschen deutlicher wird. Alpha Gamma 2 plus Beta Delta 2 F von B2 plus dat dat dat. Und das kann ich jetzt wieder aufteilen in die Teile, die das Alpha enthalten. Also das ist Alpha mal Gamma 1 f von b1
plus Gamma 2 F von B2 plus und die weiteren plus, sondern die Teile, die das Beta enthalten, Beta Delta 1 F B1 plus Beta Gamma A Delta 2 F von B2 plus und so weiter. Okay, und das ist dann, okay, dann sind wir fertig. Das ist Alpha mal, und wenn man das jetzt genau anschaut, das ist genau das H von X. Also das ist H von erst nochmal Gamma 1 B1 plus 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 Beta, und das hier ist genau das Y. H von Delta 1 B1 plus plus plus, also das ist Alpha H von X plus Beta H von Y. Und dann habe ich gezeigt, das ist linear, weil ich, es ist immer dasselbe, sie packen das zuerst aus, dann vereinfachen sie das und dann packen sie es wieder zusammen. Und dann haben sie es da stehen. Fertig. Damit haben wir die Existenz gezeigt. Diese Funktion H, die existiert zunächst einmal als Funktion, auch wenn sie ein bisschen komisch hingeschrieben ist. Das ist eine Funktion von V nach W. Und sie erfüllt die beiden Eigenschaften, nämlich erstens, dass sie die Basiselemente so abbildet, wie das F es vorschreibt. Und zweitens, dass sie insgesamt eine lineare Abbildung ist. Und jetzt zeige ich noch, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als das H so zu wählen. Sie können es vielleicht anders beschreiben, aber es ist dann trotzdem dieselbe Funktion. Eindeutigkeit. Das ist, folgt direkt aus der Linearität, wenn Sie irgendwie H wenn Sie H von irgendwie Alpha 1 B1 plus 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 Alpha K B K nehmen, so eine Linearkombination, und jedes Element von V ist ja so eine Linearkombination, und das H soll linear sein, dann können Sie das ja so rausziehen. Das muss ja gelten. Linearität. Und dann soll aber gelten, dass auf den Basiselementen das F vorschreibt, wie es ist, also Alpha 1 F von B1 plus 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 Alpha K F von BK nach Wunsch. Und dann sehen Sie, Sie haben gar keine andere Wahl. Wir sind quasi gezwungen, das H so zu definieren, wie wir das oben gemacht haben. Gibt es gar keine andere Möglichkeit. Denn jedes X wird auf genau das abgebildet, weil die beiden Bedingungen Linearität und Vorschrift auf der Basis das so erzwingen. Das war jetzt ein Beweis, der eigentlich nicht so schwierig ist, wie man anhand seiner Länge glauben könnte. Der Beweis ist eigentlich sehr, sehr banal. Es ist nur ein bisschen viel hinzuschreiben. Vielleicht wird es klarer, wenn man ein Beispiel macht. Machen wir ein Beispiel. Und zwar zwei Beispiele, wenn die Zeit noch reicht. Zumindest mal eins. Nehmen wir V gleich Q hoch 3 und W gleich Q Quadrat. So, und dann eine Basis von V wäre, dann nehmen wir die Einheitsvektoren, E1, E2, E3. Eine Basis von V. Und jetzt eine Funktion F von B nach W. Was heißt das? Das heißt, ich ordne jedem Basiselement einen Vektor zu. Ja, das kann ich so machen. Eine Tabelle. B, F von B. Den ersten, den zweiten und den dritten. Und den ersten Basisvektor, den ordne ich zu, nur jetzt kann ich irgendwas wählen, weil der Satz sagt ja,
Für jede Funktion f gibt es dann eine lineare Funktion, die auf den Basisvektoren genau mit dem f übereinstimmt. Ich kann also jetzt dann sagen, e1 soll abgebildet werden auf 5, 7, e2 soll abgebildet werden auf 3, minus 1 und e3 soll abgebildet werden auf 9, 9. So, nach dem Satz gibt es jetzt genau eine lineare Funktion h, die irgendeinen Vektor aus Q3 nimmt, nicht unbedingt einen Basisvektor, sondern irgendeinen Vektor. Und Sie sehen also, das sind dann natürlich ganz viele. Das ist jetzt jeder Punkt im Raum mit rationalen Koeffizienten. Und das hier ist etwas sehr Einfaches, das kann ich direkt hinschreiben. Das f ist sehr, sehr kompakt, sehr einfach, endlich. Das q hoch 3 ist etwas Unendliches, aber h von q hoch 3 nach q Quadrat mit h von ei gleich f von ei. Da gibt es eben jetzt genau eine lineare Abbildung, die durch dieses f festgelegt ist. Ja, welche ist das? Naja, was soll die denn machen? Was macht die mit einem Vektor x, y, z? Also was ist denn h von x, y, z? H von x, y, z ist gleich. Naja, okay, was ist das? Das ist h von x mal e1 plus y e2 plus z e3. Und wenn das linear sein soll, dann muss es eben hx von h, also x, y, z sind jetzt Körperelemente. H von e1 plus y, h von e2 plus, genau wie im Beweis, z von h von e3. Und das ist also dann x mal, und ja, hier jetzt, das sind die Basisvektoren, da soll das f sagen, was los ist. Das ist x mal 5, 7 plus y mal 3, minus 1 plus z mal 0, 9. Oh, das ist also eine Linearkombination von drei Vektoren mit x, y und z als Koeffizienten. Das kann ich doch auch so schreiben. 5, 7, 3, minus 1, 9, 9 mal x, y, z. Aha, was haben wir da jetzt gezeigt? Was wir jetzt gezeigt haben, ist, jede lineare Abbildung vom K hoch n in ein K hoch n ist eine Matrixvektormultiplikation. Okay. Das ist sehr bemerkenswert, weil vorher hatten wir nur das Umgekehrte. Vorher hatten wir nur gesagt, wenn ich eine Matrixvektormultiplikation habe, dann ist es ein Beispiel für eine lineare Abbildung. Jetzt wissen wir auch, und andere gibt es nicht. Im endlichdimensionalen, also zwischen k hoch n und k hoch m, sind alle linearen Abbildungen genau die Matrixvektormultiplikationen. Und das, was ich hier hinschreibe als Matrix, das ist im Prinzip genau diese Funktion f aus dem Satz. Also die Matrix ist ja auch nichts anderes als so eine Funktion f, wo halt hier anhand der Position kodiert ist, das ist das Bild vom ersten Einheitsvektor, das ist das Bild vom zweiten Einheitsvektor und das ist das Bild vom dritten Einheitsvektor. Okay, also der Satz ist ein Schritt zur Verbindung zwischen dem allgemeinen Begriff der linearen Abbildung und dem konkreten Begriff der Matrixvektormultiplikation. Das ist eine. Und dann habe ich noch ein zweites Beispiel, das ist jetzt ein bisschen abgespaceter. Und zwar, wenn Sie sich erinnern an den Begriff des Tensorprodukts, wie war denn das nochmal? Also wenn wir haben U und V, zwei K-Vektorräume mit Basen, sagen wir, BU und BV, sagen wir, oh, ja, dann nehmen wir hier W, dann können wir
Dann ist V, das Tensorprodukt, definiert gewesen als der freie Vektorraum über BU Kreuz BW. Und wie war das nochmal, der freie Vektorraum? Naja, das ist einfach die Menge aller formalen Linearkombinationen. Ich schreibe einfach Linearkombinationen hin. Ich will, dass das die Basis ist. Na gut, dann schreibe ich halt diese Dinge als Basiselemente auf. Und der Vektorraum besteht aus allen Linearkombinationen von den Basiselementen. Okay, und dann war die Notation. So ein BU, so ein Paar BU, BW schreibt man als BU Tensor BW. Nur Notation. Nicht sehr bedeutungstiefes, sondern nur ein Tupel, aber ein bisschen cooler hingeschrieben. Und die Frage, die noch offen war, war, was ist, wenn ich eine andere Basis nehme? Also was mit anderen Basen? Also was, wenn BU Strich und BW Strich auch Basen sind? Ist dann FK BU Kreuz BW dasselbe wie FK BU Strich Kreuz BW Strich? Und die Antwort ist nein, natürlich nicht. Als Mengen nicht. Antwort nein. Als Mengen. Das ist traurig. Aber ja, als Vektorräume. Und das ist cool. Und zwar im Sinn der Isomorphie. Was bedeutet das? Behauptung ist, dass wenn ich hier eine andere Basis nehme, dann kriege ich hier zwar zunächst einen anderen Vektorraum, potenziell einen anderen Vektorraum, aber der ist zudem hier isomorph und drum unterscheidet er sich bloß in der Weise, wie ich halt die Dinge hinschreibe, aber nicht strukturell. Und drum brauche ich dann hier auch nicht so pingelig zu sein, welche Basis ich dann nehme, denn hier kommt es uns nur auf die Vektorraumstruktur an und die kann ich halt so oder so aufschreiben. Aber egal wie ich es aufschreibe, es ist jedes Mal derselbe Vektorraum. Also die Behauptung ist, FK BU Kreuz BW ist isomorph zu FK BU Strich Kreuz BW Strich. Beweis? Naja, da müssen wir was müssen wir jetzt machen? Wir müssen einen bijektiven Homomorphismus hinschreiben. Und das kann man so machen. Wir hatten ja schon, wir wollen jetzt den Satz verwenden, den wir gerade gesehen haben. Und der Satz sagte, es genügt, wenn ich eine lineare Abbildung festlege auf den Basiselementen. Also definiere H, so schreibt man es dann jetzt immer hin, man sagt einfach ganz, ganz frech, sei H von dem einen nach dem anderen, nennen wir das hier vielleicht V, dann nennen wir das hier V', also H von V nach V', die Abbildung mit H von, und da muss ich jetzt nur wissen, was soll das H mit den Basiselementen machen? Und der Satz von vorher extended, erweitert das H dann automatisch auf den gesamten Raum, weil es gibt eh nur eine Möglichkeit, welches H das dann sein kann. Es gibt mindestens und höchstens eine. Und darum kann ich hier sagen, die lineare Abbildung mit H von BU Tensor BW ist definiert als, so, und dann kann ich mir da irgendwas aussuchen, für alle BU in BU, BW in BW. So, und jetzt muss ich mir hier noch was aussuchen. Und was suche ich mir da aus?
Na, wir hatten dieses Kringelsymbol. Also hier, diese Menge hier ist die Menge aller formalen Linearkombinationen von so Tensoren, die ich mit den Basiselementen hier schreibe. Aber wir hatten das Kringelsymbol auf beliebige Elemente ausgedehnt. Und dann kann ich das dann so schreiben. Das sieht jetzt ein bisschen trivial aus. Das ist aber nicht so trivial gemeint, weil hier, das ist jetzt in dem Sinn, in dem zweiten Raum hier, in dem gestrichenen Raum, also in dem Sinn von BU ist gleich, so das ist jetzt irgendwie eine Linearkombination Alpha, keine Ahnung, Alpha I B I Strich und das BW, ja, weil das BU, das ist ja ein Element vom U und die B-Strichs, die bilden ja auch eine Basis von U, das heißt, ich kann das eine Basiselement von der einen Basis schreiben in als Linearkombination der anderen Basiselemente. Also dieses hier, wie war das? Das BU-Strich ist auch eine Basis von U, genauso wie das BU. So, und das BU hier, das ist hier ein Element von U, das stimmt schon, aber genauer gesagt ist es sogar ein Element von BU. So, das ist eine Teilmenge von U. Und das hier sind Elemente von BU'. Aber ich kann ja jedes Element von U, also insbesondere das hier, schreiben als Linearkombination von diesem BU'. Und mit den BWs kann ich das auch so machen. Schreibe ich das so, Beta I, B, wie will ich die jetzt nennen? Vielleicht J, B, J Strich. Und das sind dann, das sollen dann, das hier ist ein Element von B, W und das hier sollen Elemente von B, W Strich sein. Und dann ist das B, U Tensor B, W hier nach, ja, so definiert gewesen, dass ich hier die Summe I, Summe J nehme, Alpha I, Beta J und dann eine Linearkombination, dann ist es tatsächlich eine Linearkombination von wen? Von denen BI-Tensor BJ-. Okay. Und also das hier ist dann tatsächlich ein Element von V'. So, das ist jetzt das Setup. Das H ist eine lineare Abbildung. Und man zeigt jetzt, dass das bijektiv ist, um zu zeigen, dass das bijektiv ist. Überlegt man sich, was die Umkehrfunktion ist. Das ist nicht immer hilfreich, um Bijektivität zu zeigen. Meistens ist es besser, man zeigt unabhängig voneinander injektiv und surjektiv. Und dann weiß man, es gibt eine Umkehrfunktion. Eventuell weiß man nicht, wie die aussieht, aber es gibt eine. Hier ist aber jetzt sehr einfach, die Umkehrfunktion anzugeben, weil die sieht einfach genauso aus. Da ist eigentlich die Notation, das ist natürlich historisch im Nachhinein passiert, aber die Notation ist irgendwie schon so, dass das suggeriert. Also hier dieser Kringelkreuz ist was anderes als dieser Kringelkreuz, aber da ist quasi schon vorweggenommen, dieser Isomorphismus. Wir schreiben das identisch und dann können wir vergessen, dass das in Wirklichkeit nicht mehr dasselbe ist. Sondern ich kann es so sehen und so sehen, aber es ist jedes Mal das Gleiche. Hier ist also quasi der Isomorphismus schon in die Notation eingebaut, sodass ich ihn da gar nicht mehr leicht drin erkennen kann. Also überlegt man sich, dass H von H' von V' nach V definiert durch H' BU'-Tensor BW Strich und das jetzt genau umgekehrt, BU Tensor BU Strich Tensor BW Strich als aufgefasst als Element von V, das durch die Umkehrfunktion von H erklärt wird. Okay. Und da ist also jetzt dann so, dass die
in dem Sinn, in, also im, im Sinn, in diesem Sinn, fertig. Also das muss man dann noch nachrechnen, dass das eine die Umkehrfunktion von dem anderen ist. Und wenn man das hat, dann sind eben diese beiden Dinge isomorph. Und in dem Sinn, im Sinn dieser Isomorphie, hängt die Definition von U Tensor W nicht von der Wahl der Basis ab. Oder der Basen von U und W ab. Wenn ich andere Basen nehme, dann kann ich das übersetzen. Und die Notation ist so gemacht, dass selbst in der Übersetzung es dann anschließend wieder genauso aussieht wie vorher, weil ich das Symbol mit dem Kreuz eben so erweitert habe, dass es eben auch für Nicht-Basiselemente geht. Und damit ist gut. Damit habe ich also jetzt wirklich gezeigt, dass die, dass das, wenn Sie wollen, habe ich damit gezeigt, dass das Tensorprodukt wohl definiert ist. Gut, dann ist die Zeit aus. Machen wir an der Stelle Schluss und beim nächsten Mal weiter mit was anderem. Danke fürs Zuhören. Tschüss.